Freunde virtueller Zeitverschwendung. Ich bin KoalP100, der mit der Zahl hinten dran. Wir sind hier in Skyrim, wir sind Arkis. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich wahnsinnig, diesmal besonders stark, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch gefallen diese Texte, die ich jetzt im ersten Part der Season schon mal gebracht habe und auch jetzt wieder. Wenn ihr mal so drüber nachdenkt, die sind, ja, beleuchten so ein bisschen Ereignisse aus der Vergangenheit, sind natürlich alle noch ein bisschen kryptisch, sind aber geplant, dass die irgendwie Sinn ergeben und ich möchte die so in die Gesamtgeschichte ein bisschen mit einbauen. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr dazu denkt, das würde mich sehr freuen. Ansonsten werden wir das, glaube ich, so weitermachen. In diesem Fall hat es wohl auch so ein kleines bisschen Entschuldigung gesagt für das Ende des letzten Parts. Nochmal, ein letztes Mal. Hat dem Ganzen aber dann auch schon irgendwo Sinn gegeben. Also vielleicht ist es gar nicht mehr so schlimm, was da passiert ist. Aber schauen wir mal. Folgendes, wir fangen jetzt noch kurz an, indem ich ins Inventar gehe und euch etwas zeige. Denn wer aufgepasst hat, als wir die Mine verlassen haben am Ende des letzten Parts, haben wir einen Gegenstand bekommen, nämlich den sogenannten Star of Chaos. Und ihr seht, das ist der Star of Chaos. Der ist ein Soul Gem. Den kann man aufladen zum einen. Soul Gems sind ja, hier seht ihr auch, Soul Gem Fragment. Nein, Rubin ist es nicht, aber diese Soul Gems, die werden mit Seelen aufgeladen und werden somit, damit kann man verzauberte Waffen zum Beispiel wieder aufladen und so weiter. Allerhand nützliche Sachen. Sehr magischer Gegenstand. Der hier sieht auch sehr speziell und sehr magisch aus. Zeige ich euch mal von nahen. Könnt ihr ihn euch schön angucken. Das haben wir gekriegt, quasi so als, ja, das war ein Artefakt, was entstanden ist, als wir den Stein des Chaos zerstört haben. Da kam der Stern des Chaos hier quasi bei raus. Den haben wir jetzt, wenn ihr auch seht, der hat einen Wert von 1000. Arkis ist von Magie nicht sonderlich angetan. Warum? Könnt ihr jetzt erstmals vielleicht sogar schon anfangen zu mutmaßen. Ansonsten sage ich dazu weiter nichts. Wir können ihn ja aber dann, wie gesagt, in der großen Not verkaufen. Was habe ich noch vor in diesem Part? In diesem Part habe ich mir mal was Neues für euch ausgedacht. Etwas Frisches, was ich hin und wieder und zur Abwechslung mal einführen möchte in dieses Projekt. Denn, die Ereignisse aus dem letzten Part, die haben Arkis ja ein bisschen aufgewühlt wieder. Was da drin passiert ist, hat an seinen Nerven gezerrt. Und was auch immer es an Gefühlschaos in ihm ausgelöst hat, beziehungsweise in uns, eins ist uns dabei klar geworden. Sometimes you can't make it on your own, heißt der Song von U2 und der ist sehr zutreffend. Manchmal kann man Dinge einfach nicht allein schaffen und das führt uns zu dem Entschluss, ja, wir werden nach Whiterun gehen, wir werden möglichst versuchen, den Kontakt zu allen Personen dort zu meiden, werden aber eins tun, wir werden Lydia suchen. Und wir werden Lydia fragen, ob sie nach all dem, was sie von uns und in uns gesehen hat, trotzdem noch bereit ist, mit uns mitzukommen, uns wieder zu folgen auf unseren Abenteuern, was da denn auch noch auf uns zukommen mag. Und ja, die von euch, die aufgepasst haben, sehen, und es wird langsam hell in der Zeit, wo ich hier rede, Arkis muss sich schrecklich langweilen. Wer ein bisschen drüber nachdenkt, weiß, was wir dafür jetzt tun werden. Wir werden jetzt nach Whiterun laufen und so viel sei schon mal gesagt, wir werden danach ungefähr denselben Weg wieder zurücklaufen. Bis ungefähr hierher, danach geht es in neue Richtungen weiter. Und weil das so ist und ich euch das nicht zum 27. Mal einfach so antun möchte und ich auch eigentlich wenig davon halte, jetzt irgendwelche Themen mir zurechtzulegen, über die ich dann erzähle, da die auch ein bisschen das Storytelling und die Immersion brechen, habe ich mir gedacht, wir sammeln hier jetzt schon so lange Bücher ein und nie lese ich sie euch vor. Einmal habe ich es bis jetzt getan und ich bin auf eine Idee gekommen, beziehungsweise auf eine Idee gestoßen. Ich habe die Dinge euch als Audiobücher aufgenommen. Ich habe mir das deutsche Äquivalent besorgt, habe es schön für euch eingelesen und zusammen mit stimmiger Musik dürft ihr jetzt hier zwar zugucken, wie ich nach Whiterun laufe, dürft aber gleichzeitig einem kleinen Buch, das ich euch vorlese, zuhören, auf das euch denn die Reise dorthin nicht ganz so langweilig erscheint, da ihr den Weg schon kennt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Ich schalte mich in dem Moment aus, meine Stimme wird sich zwar gleich wieder zurückmelden, das dann aber in Form einer Vorlesung. Ich hoffe, es hat euch dann gefallen, ich werde mich wieder melden, wenn wir in Whiterun angekommen sind. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los. Also, bis dann, wir gehen nach Whiterun, viel Spaß beim Zuhören. Die Dichotomie von Alduin und Akatosh, Band 7, erschienen 2920, im letzten Jahr der ersten Ära. Von Alexandre Simon, Hohepriester der Akatosh-Kantorei, Wegesruh.
Als Hohepriester der Akatosh-Kantorei habe ich mein Leben dem Dienste des großen Drachen gewidmet. Er, der der Erste am Anbeginn war, er, der der größte und mächtigste aller Göttlichen ist. Er, der die wahrhaftige Verkörperung der Unendlichkeit ist. Ich bin offenkundig ein Mann tiefen und unerschütterlichen Glaubens, aber nicht des blinden Glaubens, denn ich bin auch ein Mann gelehrter Bestrebungen und ich habe für Bildung und die Suche nach der Wahrheit in all ihren Facetten stets Bewunderung empfunden. Und so wurde mir die Ehre und das Privileg zuteil, mein Leben der Erforschung von Akatosh in all seinen göttlichen Formen zu widmen. Der große Drache wird in der gesamten zivilisierten Welt angebetet. Und zwar nicht nur im Kaiserreich, sondern in allen Nationen Nirns, die die Geschenke der Bildung und der Schrift angenommen haben. Der höchste Göttliche wird normalerweise Akatosh genannt. Aber was manche nicht wissen, ist, dass er manchmal auch mit zwei weiteren Namen bezeichnet wird. Die Aaltmer, die Hochelfen, nennen Akatosh Auriel. Die Nord nennen ihn Alduin. Diese Namen tauchen häufig in bestimmten alten Texten auf, und aus jedem ist eindeutig ersichtlich, dass es sich bei der fraglichen Gottheit um niemand anderen als den, den wir Akatosh nennen, handelt. Dennoch gibt es selbst in unseren aufgeklärten Zeiten jene, die behaupten, dass dem nicht so sei, dass die regionalen Interpretationen Akatoshs gar keine Auslegung von Akatosh seien, dass es sich bei ihnen vielmehr um gänzlich andere Gottheiten handele, welche möglicherweise Aspekte des großen Drachen teilen. Oder auch nicht. Viele Aaltmer der Somerset-Inseln beten Auriel an, welche die Seele von Anuiel ist, welche wiederum die Seele von Anu, dem Ein und Alles, darstellt. Aber wenn ihr mit den Hochelfen selbst sprecht, so wie ich es getan habe, als ich zu den Somerset-Inseln reiste, werden die meisten von ihnen bestätigen, dass es sich bei Auriel um Akatosh handelt. Lediglich der Name ist ein anderer, und diese Variationen entstammen ihren eigenen kulturellen Traditionen. Daher überrascht es wohl kaum, dass der wahre theologische Dissens in Himmelsrand, Skyrim, bei den Nord zu finden ist, welche für ihre Sturköpfigkeit ebenso wie für ihre Zähigkeit und ihr Können auf dem Schlachtfeld berühmt sind. Als ich diese karge, weiße Provinz bereist hatte, war ich überrascht zu erfahren, dass die Ansichten über Akatosh hier fast das genaue Gegenteil zu denen der Aaltmer sind. Die meisten Nord glauben, dass ihr legendärer Alduin nicht Akatosh, sondern eine ganz andere Gottheit sei. Ein großer Drache durchaus, aber nicht der große Drache. Um der Sache auf den Grund zu gehen, sprach ich mit mehreren Nord, darunter mit dem alten und respektierten Anführer Bjorn Blutbefleckt. Und was mich dabei am meisten überraschte, war, dass diejenigen, mit denen ich sprach, nicht Alduin anstelle von Akatosh anbeteten, sondern Alduin als zusätzliche Gottheit neben Akatosh anerkannten. In der Tat betrachteten die meisten Kinder Himmelsrands Akatosh so, wie ich es tue. Er ist in der Tat der große Drache, der Erste unter den Göttlichen, die personifizierte Beharrlichkeit und mehr als alles andere. Eine Kraft des Guten in der Welt. Alduin, behaupten sie, sei etwas völlig anderes. Ob er wirklich eine Gottheit ist oder nicht, bleibt fraglich. Aber der Alduin der Nordsagen ist ein Drache, welcher so alt und mächtig ist, dass er der Weltenfresser genannt wird. In manchen Legenden frisst er die Seelen der Toten, um seine eigene Macht zu erhalten. In anderen Geschichten ist Alduin eine Art Drachenkönig, der die Drachen in einem Krieg gegen die Menschen geeint hatte, bis er letztlich von einem oder mehreren mutigen Helden bezwungen wurde. Derartige Legenden sind natürlich verlockend, aber als Hohepriester und Gelehrter sehe ich mich gezwungen, auch hier die wichtigste aller Fragen zu stellen. Wo sind die Beweise? Himmelsrands Nord legen viel Wert auf mündliche Überlieferungen. Aber darin liegt der Kern ihrer Unzuverlässigkeit. Ein Gerücht, das auf dem Marktplatz von Wegesruh umgeht, kann sich innerhalb weniger Stunden dermaßen verändern, dass man am Ende glauben mag, die Hälfte der Stadtbevölkerung sei in eine Reihe von skandalösen Machenschaften verwickelt. Wie kann ein gebildeter, aufgeklärter Mensch da an eine Legende glauben, die seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden mündlich überliefert wird? Die Antwort auf diese Frage ist einfach.
Er kann es nicht. Deshalb komme ich zu dem Schluss, dass es sich bei Alduin aus den Nordlegenden in Wahrheit um den mächtigen Akatosh handelt, dessen Geschichte über Jahrhunderte der Erzählung und Nacherzählung gänzlich verwandelt und verzerrt wurde. Die primitiven Bewohner Himmelsrands haben ohne eigene Schuld darin versagt, die Güte und die Bedeutung des großen Drachen zu verstehen. Dieser Mangel an Verständnis wurde ironischerweise zur Grundlage ihrer beeindruckendsten schöpferischen Leistung. Alduin, der Weltenfresser. Phantom der Gute-Nacht-Geschichten und Beleg uralter, wenn auch erfundener, Heldentaten. Die Nord von Himmelsrand. Die Nord von Himmelsrand, mein Volk, mein Stolz. Ehrenwerter Leser, mein Name ist Rotmund Wolfherz. Und ich bin ein Nord. Mehr noch, ein Nord geboren und aufgewachsen in Himmelsrand. Ich schreibe dieses Buch in der verzweifelten Hoffnung, dass der Rest Tamriels mein Volk so sehen möge, wie es das verdient, und diese Provinz als das, was sie wirklich ist, ein Ort unbestreitbarer Schönheit und Kultur. Ein Teil von dem, was euch bekannt ist, ist unzweifelhaft richtig. Körperlich sind wir Nord ein eindrucksvoller, oft einschüchternder Anblick. Hochgewachsen, starke Knochen, stramme Muskeln. Unser Haar ist meist blond und wird geflochten getragen, wie es seit Generationen Sitte ist. Wir sind oft in die Pelze von Tieren gehüllt, denn diese sind in Himmelsrand reichlich vorhanden, und es wäre dumm von uns, eine so üppige Ressource nicht zu nutzen. Wenn ihr bis hierher gelesen habt, dann seid ihr vielleicht überrascht von dem Gewicht meiner Worte und der Bildung eines Wilden aus dem Norden. Ja, viele Nord können sowohl lesen als auch schreiben. Mein Vater lehrte mich schon früh die Buchstaben, als ich noch ein Kind war. So wie es sein Vater tat. Und dessen Vater vor ihm. Doch die Leistungen der Kinder von Himmelsrand sind zahlreich und gehen über den bloßen Umgang mit Worten hinaus. Denn wir sind auch Kunsthandwerker und haben im Lauf der Zeiten gelernt, Stahl so zu bearbeiten, wie ein Bildhauer Stein bearbeitet. Ja, ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Besucher aus Hochfels und Cyrodiil beim Anblick der Klingen ungläubig in Tränen ausbrachen, die in den Feuern der Himmelsschmiede gehämmert und unter den von den Göttern berührten Händen des Graumähnen-Clans zu funkelnder Tödlichkeit geschliffen wurden. Doch wie kann dies sein? Fragt ihr, wie sind solche Leistungen bei einem Volk möglich, das dem Dreck und Schnee noch nicht entstiegen ist? Erneut verstellen provinzielle Vorurteile den Blick auf die Wahrheit. Die Städte von Himmelsrand legen Zeugnis für den Erfindungsreichtum und die Handwerkskunst der Nord ab. Die bedeutendsten unter ihnen sind Einsamkeit, Sitz des Großkönigs und Hauptstadt der Provinz, Windhelm, uralt und ehrwürdig. Ein Juwel im Schnee. Markarth. In längst vergangenen Zeiten in den lebenden Stein gehauen. Riften. Das sich in die goldenen Schatten des Herbstwaldes schmiegt. Der uns köstlich Fisch und Met liefert. Und schließlich Weißlauf. Errichtet um die Halle von Yorvaska. Heimat der edelsten Gefährten und der verehrten Himmelsschmiede. Und nun, ehrenwerter Leser, wisst ihr Bescheid. Wir Nord sind alles, was ihr euch vorgestellt habt. Und so vieles mehr. Doch lasst dieses Werk nicht euer einziges Tor zur Wahrheit sein. Bucht eine Fahrt mit einer Kutsche oder mit einem Schiff und tretet selbst die Reise nach Norden an. Seht Himmelsrand mit eigenen Augen. Seht Himmelsrand, wie es die Nord sehen, seit die Götter einst die Welt geformt haben. Ah, Isolde, was it? What brings you to the market? I'm here to buy contraband.
What is it? Dragons? Another wanderer, here to lick my father's boots. Good job. Schön, dass du mich gleich anreden musst, Junge. So, wir sind damit aber offiziell in Dragon's Reach angekommen. Und in Dragon's Reach ist Lydia. Die wartet hier auf uns. Solange wie wir sie nicht brauchen. Hätten wir eine Bleibe, eine eigene, würde sie dort warten. Ich hoffe zumindest, dass sie wartet. Ich hoffe, wir haben sie nicht in die Unendlichkeit... Da steht sie. Sieht sie in unsere Richtung? Oder sieht sie an uns vorbei? Gut, dass der Jarl gerade beschäftigt zu sein scheint. Sonst beachtet mich auch niemand. Lydia scheint uns anzusehen. Sie scheint bemerkt zu haben, dass wir gekommen sind. Ich hoffe, der Jarl ruft mich. Oh, Lydia. Sie hat mir 2 Gold geschenkt. Das ist ja der absolute Hammer. Lydia, warte doch mal auf mich. Ich muss mit dir sprechen. Geh weg, Junge, oder ich reiß dich in Stücke. Du hast keine Ahnung, was ich bin. All this standing around is rubbish. We should be taking the fight to the Stormcloaks. Lydia, meine Gefährtin. Meine unglaublich gut aussehende Gefährtin, die jetzt auch noch sagt, es freut mich so, dass du dich freust, mich zu sehen. Lydia, du musst mir folgen. Und sie kommt einfach kommentarlos mit. Leute, das ist eine wahre Partnerschaft. Ich weiß nicht, was da zwischen uns ist. Ob wir einfach bloß Gefährten sind oder ob Lydia vielleicht eine Schwäche für uns hat. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass sie nach all dem einfach so ohne weiteres wieder mit uns mitkommen will. Und wenn du wüsstest, wo ich hin will. Ich weiß nicht, ob du es bereuen wirst, mir jetzt versprochen haben, dass du mir folgst. Jetzt müsstest du mich hier kurz vorbeilassen. Danke. Ich muss nämlich kurz mit Proventus sprechen. Das ist mir eigentlich ganz egal. Ich habe da hinten bei Redorans Retreat den Banditenleader umgebracht. Du hast doch den Steckbrief ausgeschrieben, oder? Excellent. You've done us a great service. Here is your reward. Vielen Dank. Okay, damit würde ich es einfach schon dabei belassen. Dann komm mal nach. Ich bin froh, dass du einfach so wieder mit mir gehst. Ich bin wirklich sehr, sehr froh. Doch, Lydia, was wir vorhaben, das ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Lass uns am besten erstmal aus Whiterun rausgehen. Ich erzähle dir alles, wenn wir hier raus sind. Ich will nicht, dass irgendjemand mich weiter anspricht. Ich will nicht auf irgendwelche... Ich habe Bedenken, dass man mich gesehen hat, als das alles passiert ist. So richtig kann ich hinter dem Ganzen einfach noch nicht stehen. Ich bin noch nicht bereit dafür. Der ein oder andere möge sagen, ich stelle mich einfach nur an, aber ich weiß nicht. Wie reagieren Menschen darauf, wenn man ihnen sagt, man ist ein Werwolf? Selbst die Companions, die schon ewig hier in Whiterun residieren, sagen es keinem. Selbst die halten es geheim für sich. Ich glaube, in den Augen anderer ist das nicht viel besser, als ein Vampir zu sein. Man ist so und so eine Bestie. Es gibt für einen Großteil der Bevölkerung von Skyrim nichts, außer die normale Bevölkerung und Monster. Und Werwölfe, Menschen, die sich bei Vollmond in einen Werwolf verwandeln und auf Raubjagd gehen, die zählen wohl eindeutig zu den Monstern. Das ist absolut nicht normal. Kelly, der folgt mir am besten. Ich glaube, wir gehen nicht über den Marktplatz. Selbst wenn Leute gemerkt haben, dass ich hier bin, möchte ich nicht, dass sie dich mit mir in Verbindung bringen. Einfach zu deinem Schutz für die Zukunft. Geh weg, Junge. Is that fur coming out of your ears? Nein, das ist kein Fell. Das gehört zu meinem Helm. Seht ihr, das habe ich gemeint. Das habe ich gemeint. Wir gehen hier an der Seite den Schleichweg. Ich glaube, dieser Gang hier ist selten mit einer Wache bewohnt. Genau die. Die Torwache sieht uns zwar, die ist aber darin trainiert und geübt, dezent zu bleiben und diskret vor allen Dingen. Und deswegen gehen wir aus Whiterun raus. Okay, ich hatte ein bisschen Herzklopfen vor dem Ganzen.
So ganz hat mich das alles noch nicht losgelassen, dass ich eigentlich nicht will, dass Leute von meiner, ja, was soll ich sagen, Macht, Kraft, von meinem Fluch, dass sie davon erfahren. Weil ich brauche noch einige Zeit, um sowohl physisch als auch psychisch damit klarzukommen, was ich bin. Denn so richtig kann ich die Macht des Werwolfes noch nicht kontrollieren. Okay, wir gehen jetzt einfach mal aufs offene Feld vor die Tore Whiterun's und dann werde ich dir erzählen, was wir hier, was ich vorhabe. Und ich hoffe, du wirst loyal, wie du bist, mir einfach folgen. Denn ich habe festgestellt, ich brauche dich. Ich brauche dich dringend. Ohne dich komme ich an Grenzen, die ich nur mit Dingen überschreiten kann, die meine Vorstellungskraft und meine, ja, mein Limit an das, was ich verkraften kann, sehr überschreiten. Okay. Folgt mir einfach hier hoch auf diesen Vorsprung. Und setz dich zu mir oder stell dich zu mir. Lydia, ich muss dir Folgendes sagen. Ich weiß nicht, ob du dir darüber im Klaren bist, aber es gibt einige Leute hier, nicht zuletzt in Whiterun, in Dragon's Reach, die von mir irgendwas halten. Die denken, ich wäre irgendwas Besonderes. Und in der Vergangenheit ist es passiert, dass ich dort hochbeschworen worden bin. Zu den sogenannten Greybeards. Die gehen dem sogenannten Way of the Voice nach. Irgendwas mit Drachensprache oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die mich zu sich beschworen. Und alle, die davon wissen, haben mir dringend geraten, diese Einladung nicht abzulehnen. Und deswegen werden wir da jetzt hochgehen. Wir werden diesen Gipfel besteigen. Und werden zu den Greybeards gehen und schauen, was die mir zu sagen haben. Bist du dabei, Lydia? I've got your back. Genau das habe ich gehofft. Lead on. Genau das habe ich gehofft. Seht ihr, wie erpicht sie darauf ist, einfach bei uns zu sein und uns Gesellschaft zu leisten? Das ist doch wunderbar. Jetzt zeige ich euch noch kurz, werte Zuschauer, wie ich mir das gedacht habe. Ich mache unsere Karte auf. Und was wir tun werden ist, ich werde diesen Weg hier entlang gehen. Wieder Richtung Riverwood. An Riverwood vorbei. Den Weg der Guardian Stones hoch. Wir werden uns erstmals nach Helden begeben. Wir werden schauen, ob es dort vielleicht, wie es dort aussieht. Das ist ja jetzt quasi fast ein Pilgerort schon. Es wird sich bloß keiner trauen, da hinzugehen, weil der Ort wahrscheinlich von Magie verpestet ist, von alter Drachenmagie. Aber wir werden da hingehen und wir werden dann durch Helden durch diesen Bergpass hier nehmen, um durch das Schneegebirge zu kommen. Auf der anderen Seite haben wir dann hier, wir sind dann quasi im Landstrich, der sich The Rift nennt. Und diesen Landstrich werden wir aber nicht groß infiltrieren, sondern wir werden gleich hier oben nach Iverstead gehen. Denn in Iverstead, wie ihr hier vielleicht sehen könnt, beginnt der berühmteste und auch einer der gefährlichsten Pilgerpfade von ganz Skyrim, nämlich die 7000 Stufen zum Gipfel des Halses der Welt. Diese werden wir erklimmen, aber bis dahin wird eine Reise vor uns liegen, die habe ich euch gerade offengelegt, und vor allen Dingen wird darauf vor uns liegen eine Wartezeit. Bis zum nächsten Part in Skyrim. Ich hoffe, diese kleine Idee mit dem Hörbuch im Hintergrund und der Musik hat euch gefallen. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Idee ja, so ein bisschen auf mich anzupassen und maßzuschneidern und euch die zur Verfügung zu stellen. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr denkt, denn geplant ist auch im nächsten Part, und das ist jetzt wohl eine Information, die ihr einfach hinnehmen müsst, dass ich das dann nochmal mache. Denn es gibt sehr, sehr viele wirklich interessante Geschichten in den Büchern von Skyrim. Nicht nur Biografien, nicht nur Geschichtliches, ja, gerade das Geschichtliche, die Lore hinter allem, was diese Welt hier ausmacht, die ist so vielseitig und so interessant, da will ich euch einiges absolut nicht vorenthalten wollen. Und ja, deswegen werden wir das wahrscheinlich im nächsten Part wieder machen, zumindest für die Zeit, in der ich mich zurück nach Riverwood begebe. Bis dahin werden sich Akis und Lydia aber mal hier ausruhen. Und ich sag soweit tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin CoalPN100, der mit der Zahn dran. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.